Mein Name ist Joanna Piasecka und ich werde heute diese Debatte moderieren. Am Anfang habe ich eine technische Bemerkung. Ich möchte Sie darauf aufmerksam Ihre Aufmerksamkeit dazu ziehen, dass wir Dolmetschen haben. Da unten gibt es so ein Symbol, eine Erdkugel, ein Globus. Wenn Sie tschechische Dolmetschen brauchen, können Sie dort Ihre Sprache wählen. Also entweder Tschechisch oder Deutsch, je nachdem, wie der Sprecher reden spricht. Ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Debatte begrüßen, die zwei wichtige Anlässe hat. Wir begehen in diesem Jahr den 150. Geburtstag von Rosa Luxemburg. Aus diesem Anlass ergibt sich ein weiterer, nämlich eine Publikation eines neuen Buches von Michael Brie und Jörn Schutrumpf, Rosa Luxemburg, eine revolutionäre Marxistin an den Grenzen des Marxismus. Wir freuen uns, dass Michael Brie heute mit uns diskutieren wird. Ich möchte ihn an dieser Stelle ganz herzlich begrüßen. Wir werden aus dem Buch einen überaus interessanten Aspekt zur Diskussion stellen: Sozialismus und Demokratie. Zu dieser Debatte haben wir auch Anna Mikulenkova, Michael Hauser und Stanislav Holubec eingeladen. Ich begrüße euch ganz herzlich. Anna Mikulenkova hat Philosophie studiert, bereitet derzeit ihre Dissertation vor und engagiert sich zugleich politisch in der Partei Neue Linke. Professor Michael Hauser ist tätig an der Philosophischen Fakultät der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Seine wissenschaftlichen Interessen greifen von Frankfurter Schule bis zu den gegenwärtigen Theorien von Bourdieu, Žižek und Laclau. Professor Hauser hat zahlreiche Bücher und Artikel zu philosophischen und sozialen Themen verfasst. Er popularisiert in Tschechien insbesondere das Denken von Adorno und Žižek. Stanislav Holubec ist Historiker, tätig an der Historischen Fakultät der Tschechischen Akademie der Wissenschaften und der Südböhmischen Universität in České Budějovice. Er widmet sich solchen Themen wie historische Erinnerung, Geschichte zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und Postkommunismus. Er hat unter anderem Monographien zur Soziologie der Weltsysteme, zur Geschichte der tschechischen Arbeiterbewegung und zur Erinnerungskultur im Postkommunismus verfasst. Unser Hauptreferent, Dr. Michael Brie, ist Sozialphilosoph und Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Seine Forschungsschwerpunkte sind Theorie und Geschichte des Sozialismus sowie kritische Transformationsforschung. In zahlreiche Publikationen widmet er sich insbesondere Rosa Luxemburg und Karl Polanyi, hat aber auch ein viel diskutiertes Buch zu Lenin veröffentlicht. Ich übergebe nun das Wort an Michael Brie. Ja, guten Abend erstmal und Dobrovica. Ich muss mich sehr bedanken, dass ich sozusagen in Prag sprechen kann. Ich würde natürlich viel lieber mit Ihnen am Fuße des Hradschin sitzen und nach einer anregenden Diskussion ein tschechisches Bier trinken gehen wollen. Das ist zurzeit leider nicht möglich, also auf diesem Wege eine Diskussion. Ich hoffe, dass wir im Ende des Jahres oder nächstes Jahr die Möglichkeit haben, uns direkt zu sehen und zu sprechen. Ich wäre sehr an einer solchen Diskussion interessiert. Wieso überhaupt Rosa Luxemburg und Demokratie und Sozialismus diskutieren? Ich fange mal an mit einem aktuellen Problem. Wir erleben gegenwärtig, dass der alte Systemkonflikt, den es gegeben hat, nach 1917 und vor allen Dingen nach 1945 zwischen dem sozialistischen Lager und dem westlichen Lager in gewisser Hinsicht wieder neu beginnt. So merkwürdig das ist, weil jetzt haben wir eine, gerade auch mit der neuen Administration in Washington, eine Situation, dass neue globale ideologische Auseinandersetzung begonnen wird zwischen dem demokratischen Westen
und dem autoritären China. Und dahinter steht natürlich auch die Frage, was ist China? Ist es ein autoritärer Kapitalismus? Ist es Sozialismus? Insofern die Diskussion des Verhältnisses von Demokratie, Kapitalismus und Sozialismus ist eine aktuelle Diskussion. Sie ist keine mehr der Vergangenheit. Man konnte vielleicht 1989, 90 denken, sie sei vorbei. Die Europäische Union hat vor anderthalb Jahren erklärt, China ist ein Systemrivale. Wir haben erlebt, mit welchen widersprüchlichen Formen natürlich, aber China relativ erfolgreich die in China selber entstandene Pandemie bekämpft hat. Das heißt, wir haben ein Problem, dass diese alte Auseinandersetzung, in die Rosa Luxemburg verstrickt war, in gewisser Hinsicht, wenn auch mit völlig neuem Vorzeichen, neu begonnen hat. Und das sollte uns sehr nachdenklich machen, auch wenn man auf das Werk von Rosa Luxemburg zurückblickt. Denn ihre Schrift zur russischen Revolution, die sie im Herbst 1918 noch im deutschen Gefängnis geschrieben hat, in der sie sich analytisch, aber auch sehr kritisch mit der Politik der Bolschewiki auseinandersetzt, steht faktisch brillant, aber am Anfangspunkt genau dieser Diskussion. Sind Sozialismus und Demokratie überhaupt irgendwie vereinbar? Das ist auch deshalb eine aktuelle Frage, weil natürlich immer wieder jetzt auch diskutiert wird im Zusammenhang mit der Finanzkrise, im Zusammenhang mit der ökologischen und der Klimakrise, im Zusammenhang mit globaler sozialer Ungleichheit, mit der Pandemie. Ist die heutige primär kapitalistische Zivilisation überlebensfähig, lebensfähig, entwicklungsfähig? Oder ist eben doch die Frage wieder auf der Tagesordnung nach einer Alternative zu suchen? In Deutschland gibt es einen starken, auch sozialistischen Flügel bei Fridays for Future. Wir haben in den USA im Umfeld von Biden, siehe auch der Konkurrent von Biden, Bernie Sanders, Leute, die sich auf den demokratischen Sozialismus als eine Alternative beziehen. Und insofern, wie gesagt, ist es keine Frage einfach der Vergangenheit, sondern wir reden auch über die Gegenwart. Und in Form also der Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Autoritarismus kommt die alte Diskussion zurück. Ich will aus Zeitgründen mich wirklich nur beschränken auf die Schrift von Rosa Luxemburg zur russischen Revolution. Das ist eine sehr kurze Schrift. Sie hat sie, wie gesagt, im Gefängnis geschrieben. Sie hatte viele Veröffentlichungen. Das waren noch gute deutsche kaiserliche Gefängnisse. Man hatte Zugang zu Literatur. Sie konnte Besucher empfangen. Sie konnte sogar interessanterweise aus dem Gefängnis rausfahren. Sie hatte auch einen kleinen Garten zeitweise im Gefängnis. Das war also noch eine andere Gefängnisform als die dann später in der Sowjetunion oder im nationalsozialistischen Deutschland dann praktiziert wurde. Also sie konnte diese Schrift schreiben mit dem Hintergrund von sehr, sehr vielen Informationen. Und wenn man sich diese Schrift anguckt, fällt eines auf. Diese Schrift, das will ich etwas verdeutlichen, ist durch tiefe Gegensätze geprägt. Und deswegen konnten sich in der Folge dann, also später, zugleich radikale Kritiker des Stalinismus und Stalinisten beide auf diese Schrift beziehen. Ja, das heißt also, in dieser Schrift fanden beide in gewisser Hinsicht ihre Bestätigung und zugleich ihren Widerspruch. Und das ist ja überhaupt, was Rosa Luxemburg, glaube ich, so faszinierend bis heute macht. Sie hat keine Lösung für die Widersprüche einer linken Bewegung gefunden, aber sie hat diese Widersprüche in einer Radikalität und auch Existenzialität gelebt, wie nur ganz, ganz wenige ihrer Zeit, oder vielleicht sogar ist sie da absolut exemplarisch herausragend, weil für sie diese Widersprüche, diese politischen Widersprüche zugleich zutiefst auch menschliche Widersprüche waren. Und sie hat ja, als sie dann aus dem Gefängnis rausgekommen ist, eine Schrift verfasst, Ehrenpflicht, da war sie gegen die Todesstrafe. Und da sagt sie, was ist der eigentliche Gehalt des Sozialismus, der wahre Atem des Sozialismus, und den formuliert sie als Widerspruch. Rücksichtsloseste
revolutionäre Tatkraft, also rücksichtsloseste revolutionäre Tatkraft und weitherzigste Menschlichkeit. Das ist sozusagen der Grundethos von Rosa Luxemburg. Und dieser, wenn man an heutige Probleme denkt, ist meines Erachtens außerordentlich aktuell. Also wie gesagt, vieles bei Fridays for Future erinnert mich durchaus an einen solchen Gestus. Wir müssen grundlegend was ändern, aber wir wollen es mit einem menschlichen Ansatz verändern. Das prägt auch Ihre Schrift zur russischen Revolution. Sie hat ja diese russische Revolution aus dem Gefängnis verfolgt, war am Anfang außerordentlich begeistert und in dem Augenblick, wo die Bolschewiki dann im Oktober, November 1917 die Macht übernehmen, verändert sich ihre Haltung schrittweise, aber relativ zügig. Sie wird immer kritischer, vor allen Dingen die Auflösung der konstituierenden Versammlung, also der breit demokratisch gewählten Nationalversammlung in Russland, die eine neue Verfassung begründen sollte, hat sie zum Widerspruch aufgerufen, aber auch in einer Reihe von anderen Dingen, über die ich noch sprechen werde. Und sie begann Angst zu bekommen, dass das, was die Bolschewiki dort machen an Politik, den gesamten Gedanken, den gesamten Ansatz dessen, was für sie Sozialismus ist, völlig diskreditiert. Und ich möchte noch eine persönliche Bemerkung anfügen. Ich war im August 1968, also im frühen August 1968 war ich in Prag. Mein Vater war und mein Großvater waren nach in die Tschechoslowakei emigriert, während der 30er Jahre geflohen vor den Nazis, hatten dort enge Freunde. Und was ich damals erlebt habe in Prag und vor allen Dingen auch danach, hat auch in mir einen tiefen Riss hervorgerufen. Ich habe gesehen, dass eben Demokratie und Sozialismus tatsächlich nicht zusammengehen. Das war für mich ich war damals 14 Jahre, eine Grunderfahrung meiner Jugend. Ja, ich war danach oft bei Freunden meiner Eltern und deren Kindern in Prag gewesen. Also das ist für mich auch eine unmittelbar persönliche Angelegenheit gewesen. Und nun komme ich auf Rosa Luxemburg. Sie hat also Angst, das, was die Bolschewiki da machen, diskreditiert das, was sie unter Sozialismus versteht. Und wie kann man diese Schrift verstehen? Oft wird ja so eine Schrift einfach gelesen. Man fängt vorne an und hört hinten auf. Ich glaube, dass es sinnvoll ist, auf diese Schrift als eine Art Symphonie zu blicken, also sie zu strukturieren. Also sagen wir eine klassische Symphonie, nehmen wir die Eroica von Beethoven, zu sagen, sie hat vier Teile. Und wenn man sich diese, also vier Sätze, und wenn man sich diese Schrift dann anguckt, kann man sagen, dass der erste lange Teil, das ist die Abschnitte 1 und 2, und der letzte Schlussteil würdigen die Bolschewiki. Und in der Mitte sind zwei massive Kritikblöcke, die aber, das will ich zeigen, im Widerspruch zueinander stehen. Was würdigt sie an den Bolschewiki? Sie würdigt an den Bolschewiki nicht, dass diese, sagen wir, das Winterpalais gestürmt haben. Sie würdigt an ihnen nicht, dass sie die rote Fahne auf dem Kreml gehisst haben, also die Macht, die Staatsmacht übernommen haben, sondern sie würdigt an den Bolschewiki, dass sie die Arbeiter, die Soldaten, die Bauern geführt hat gegen das alte Regime und also sozusagen in Bewegung gesetzt haben. Was Rosa Luxemburg immer interessiert hat, ist, dass Menschen sich möglichst solidarisch und auch emanzipatorisch selber in Bewegung setzen. Selbstbefreiung. Das war sozusagen das, was für sie im Zentrum stand und was sie eben sah, was die deutsche Sozialdemokratie überhaupt nicht konnte. Die deutsche Sozialdemokratie hat die Massen bevormundet in ihren Augen. Das hat sich ja dann auch bestätigt in der Revolution, der Novemberrevolution 1918, 1919. Und für sie, die Bolschewiki, die große Leistung ist, die Bolschewiki haben eben diese Selbstbefreiung eingeleitet. So, das ist der Anfang, der erste Satz und das ist der vierte Satz sozusagen ihrer Symphonie. Man muss auch sagen, am Anfang würdigt sie ganz groß die Bolschewiki, am Ende wird das etwas leiser und dann sagt sie eigentlich, nur in dem Sinne der Selbstbefreiung ist das Erbe der Bolschewiki bleibend.
Was einschließt eigentlich auch, in anderer Hinsicht ist dieses Erbe eben kein bleibendes Erbe. Ja, das ist sozusagen Ihr zentraler Punkt, aber eben Würdigung. Und dann haben wir, wie gesagt, einen Satz 2 und einen Satz 3. Und die muss man sich mal genauer angucken, weil die werden so separat behandelt. Aber was sagt sie? Sie sagt erstens, kritisiert sie die Bolschewiki dafür, dass sie, das ist der zweite Satz ihrer Symphonie, dass sie keine wirklich sozialistischen Maßnahmen ergreifen. Sozialismus war für sie eben gesellschaftliches Eigentum. Also gemeinsam die Fabriken, gemeinsam das Land bestellen. Und sie sagt, wie könnt ihr den Bauern privat das Land zur Nutzung geben? Das führt doch vom Sozialismus weg. Also das ist in ihren Augen eine völlig falsche Politik. Und genauso lehnt sie auch ab, dass die Bolschewiki bereit waren, den unterdrückten Völkern des Russischen Reiches, beginnend bei Finnland, die haben ja sehr schnell ihre Unabhängigkeit bekommen, dass sie bereit waren, diese Völker in staatliche Unabhängigkeit zu entlassen. Am Anfang, in den 22, 23 holen sie ja einen größeren Teil der Völker wieder zurück und dann nochmal in den Pakt mit Hitler macht das Stalin, die baltischen Republiken. Also, sie lehnt auch das Recht auf Selbstbestimmung ab. Sie weiß ganz genau, warum die Bolschewiki das machen. Die Bolschewiki sagen sich nämlich, wir müssen den Forderungen der Bauern nachgeben, wir müssen den Forderungen dieser unterdrückten Völker nachgeben, weil wir uns sonst nicht an der Macht halten können. Ja, also wir müssen ihnen nachgeben, auch in Augen der Bolschewiki, das keine sozialistische Politik ist. Noch schlimmer für Rosa Luxemburg dann der Frieden mit dem kaiserlichen Deutschland, Brest-Litovsk. Ja, wie kann man sozusagen mit dem schlimmsten Feind des Proletariats und der Völker, also nach dem Zarismus, jetzt mit dem schlimmsten Feind des Proletariats einen Friedensvertrag machen? Auch dort, klar, ohne diesen Friedensvertrag hätten sich die Bolschewiki nicht an der Macht gehalten. Aber Rosa Luxemburg kritisiert, sagt, das ist keine sozialistische Politik. Und wenn ihr eine solche Politik macht, dann diskreditiert ihr Sozialismus. Dann kommt der dritte Satz. Der wird ja immer wieder zitiert. Also der dritte Satz ihrer Symphonie, da wird immer wieder zitiert. Ihr kennt das, also viele kennen das. Damit sind ja auch die Dissidenten der DDR auf die Straßen gegangen. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Ja, und sie sagte in einer anderen Schrift, das Proletariat wird selbst seinen Todfeinden Freiheit geben. Das ist sozusagen ihre Position. Und sie schreibt dann auch, nicht wegen des Fanatismus der Gerechtigkeit, sondern weil all das Belebende, Heilsame, Reinigende der politischen Freiheit an diesem Wesen hängt und seine Wirkung versagt, wenn die Freiheit zum Privileg weniger wird. Das ist ihre Grundbotschaft. Und sie führt das dann auch aus, ausgehend von eben der Unterdrückung der verfassungsgebenden Versammlung, Unterdrückung der Parteien in Russland und so weiter, sagt sie, ihr zerstört sozusagen die demokratischen Bedingungen von Freiheit. Und das ist auch inakzeptabel. Also einerseits im Satz 2 kritisiert sie die Bolschewiki, weil sie nicht sozialistisch sind. Und im Satz 3 kritisiert sie die Bolschewiki, weil sie nicht demokratisch sind. Wenn sie also auch die Bolschewiki dafür kritisiert, dass sie nicht sozialistisch sind, in diesem Zusammenhang fordert sie eiserne Hand, durchaus Repression, durchaus auch Unterdrückung. Und im nachfolgenden dritten Satz preist sie die Freiheit, preist sie die Demokratie. Und das steht natürlich in einem Widerspruch. Die Bolschewiki hatten beides Male taktische Gründe. Sie wussten ganz genau, wenn sie sozusagen auf Sozialismus machen, können sie nicht die Macht behalten. Und wenn sie die Demokratie entfalten, können sie sich auch nicht an der Macht halten. Rosa Luxemburg fordert aber beides zugleich ein. Sie fordert in gewisser Hinsicht etwas auch damals schon unmöglich ist und fordert, dass es demokratisch auch geschieht. Das muss man sich also vor Augen führen, Demokratie und Sozialismus. Also diese Vorstellung von Sozialismus
ging mit Demokratie nicht einher und Demokratie ging offensichtlich nicht mit diesem Sozialismus zusammen. Eine letzte Bemerkung dazu. Warum konnte sie aber das beides zusammendenken? Warum war das überhaupt möglich? Praktisch politisch war das ein Unding, eine völlige Unmöglichkeit. Aber sie hatte die Vorstellung, es geht zusammen. Warum? Das ist eine grundlegend kommunistische, auch tief ins 19. Jahrhundert gehende Überzeugung. Wenn Menschen einmal unter den Bedingungen des gesellschaftlichen Eigentums leben und gemeinsam die Völker vereinigt sind, dann entfalten sich unter diesen Bedingungen praktisch frei und demokratisch genau die richtigen, dieses System stützenden sozialistischen Vorstellungen. Wir wissen aber, das ist in der Geschichte des mitteleuropäischen und osteuropäischen Staatssozialismus so nicht aufgegangen. Es hat nicht zusammen funktioniert. Und für sie sind Diktaturen deshalb Totengräber des Sozialismus, weil sie diese freien Suchprozesse unterdrücken. Sie hatte aber auch keine Antwort darauf, wie ein Sozialismus mit umfassender Demokratie eigentlich verbunden werden kann. Das heißt, die Grundfragen des ungelösten Grundfragen des 20. Jahrhunderts, dafür hatte sie keine Lösung. Aber ihre große Errungenschaft ist, die Widersprüche, die damit verbunden sind, auf den Punkt gebracht zu haben und auch gelebt zu haben, bis sozusagen zu ihrer Ermordung, die ja auch aus der Unmöglichkeit hervorging, diesen Widerspruch dann in der deutschen Revolution auszutragen. Das ist sozusagen dann ihr eigenes Schicksal. In gewisser Hinsicht holt sie dieser Gegensatz zwischen Sozialismus und Demokratie wenige Monate später in der deutschen Revolution praktisch ein. Damit will ich zum Schluss kommen, aus Zeitgründen. Das bedeutet, wenn ich also sage, Rosa Luxemburg konnte diese Frage historisch nicht lösen, will ich damit nicht gesagt haben, dass die Frage überflüssig geworden ist. Denn wenn wir heute die Klimafrage angehen wollen, wenn wir heute soziale, globale Gerechtigkeit schaffen wollen, wenn wir den Absturz in Autoritarismus verhindern wollen, also wenn wir eine grundlegende Veränderung brauchen, die kann man solidarische Gesellschaft nennen, die kann man Sozialismus nennen, wie auch immer man sie nennt, dann steht natürlich die Frage, wie das mit Demokratie vereinbar ist. Was bedeutet eigentlich Demokratie? Denn Demokratie ist wie der Sozialismus ein Widerspruchsverhältnis, dem man sich stellen muss. Und das ist dann eine Diskussion. Ich hoffe sehr, dass wir über diese Diskussion, was bedeutet das für die Gegenwart, vielleicht im Herbst oder dieses Jahres oder im Frühling nächsten Jahres doch am Fuße des Radschin darüber sprechen können und dann, wie gesagt, ein tschechisches Bier trinken können. Ich danke sehr für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Dirk Jurban. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese spannende Auslegung. Ich würde sagen, in der Philosophie, die Widersprüche sind das Interessanteste. Und mit diesem Motto übergebe ich das Wort an Michael Hauser. Am Anfang möchte ich mich bei Michael Brie bedanken für das Einstiegswort, für den Diskussionsbeitrag, aber vor allen Dingen für sein Buch. Ich hatte die Möglichkeit, dieses Buch zu lesen. Es ist eine hervorragende Arbeit, die eine Aktualisierung der Gedanken von Rosa Luxemburg anstrebt. Natürlich, dieses Buch basiert auf einer analytischen, historischen Arbeit, einer umfangreichen Forschung. Und diese Aktualisierung geht von einer historischen Arbeit aus und umso wertvoller ist sie. Ich schätze sehr, dass Michael Brie über eine Symphonie schreibt, über
politisches Denken, also er charakterisiert das politische Denken von Rosa Luxemburg als Symphonie, aber gleichzeitig sieht er in dieser Symphonie eine Kakophonie. Michael Brie hat über die Widersprüche gesprochen. Also es ist eigentlich ein modernistisches Werk, wie Adorno geschrieben hat, also ein Werk, welches nicht harmonisch ist. Es gibt viel Disharmonie in dieser Symphonie. Und ich bin völlig mit dieser Einstellung einverstanden. Ich muss sagen, es gilt generell nicht nur für Rosa Luxemburg. Die heutige Linke kann nicht auf irgendeinen Denker hinweisen oder einen Politiker in ihrer Vergangenheit und sagen, aha, er war derjenige, der das garantierte Rezept für Sozialismus hatte. Nein, es ist nicht der Fall. Es ist nicht so, hätte die deutsche Revolution unter der Führung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht gewonnen, ist die anschließende Entwicklung eine ganz andere. Oder hätte Trotzki anstelle von Stalin gesiegt, genießen wir den echten Sozialismus? Nein, in der Vergangenheit finden wir keinen goldenen Gedanken, keine goldene Politik, die nur gewaltsam unterdrückt gewesen wäre und die wir jetzt ergreifen und weiterentwickeln können. Bei jedem Denker, bei jedem Politiker finden wir eine solche Kakophonie, diese Widersprüche. Und ich möchte nur sagen oder darauf hinweisen, dass es bestimmte Fragezeichen gibt in den Gedanken von Rosa Luxemburg. Und hiermit will ich in die Diskussion einen Blickwinkel bringen, der vielleicht etwas provokant ist. Michael Brie macht auf die Widersprüche aufmerksam, aber er bemüht sich auch, die Bedeutung von Rosa Luxemburg für die Gegenwart zu zeigen. Das ist ohne Zweifel. Rosa Luxemburgs Bedeutung für die Gegenwart ist riesig. Aber trotzdem gibt es hier weitere Fragezeichen. Und die Sätze, die ich jetzt ausspreche, sind nicht die ersten Einwände. Man spricht auch in diesem Buch, spricht der Autor Michael Brie über die Rezeption von Rosa Luxemburg. Michael Brie mit seinem Kollegen führen dort und auch unterschiedliche Kritiken an Rosa Luxemburg oder diejenigen, die Rosa Luxemburg kritisierten und darauf zeigten, wie viele Möglichkeiten es gibt, Rosa Luxemburg zu kritisieren. Ich möchte mich auf zwei Punkte konzentrieren. Erstens die Frage der Spontaneität. Rosa Luxemburg hatte ihre Theorien in den ersten Jahrzehnten, in dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts kreiert. Und während des Ersten Weltkriegs vervollständigt. Aber sie konnte mit dem Faschismus, mit dem Nationalsozialismus nicht rechnen, denn er kommt erst später. Und das war auch für die kritische Theorie, für die Frankfurter Schule, der wichtige Ausgangspunkt. Erich Fromm hat am Anfang der 30er Jahre eine Forschung gemacht unter dem Titel Arbeiter am Vorabend des Dritten Reiches. Und er hat
darauf hingewiesen, Erich Fromm, dass etwa 20% der Befragten, Arbeiter, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, zu einer linken Politik, Sozialdemokratie oder kommunistischen Partei neigen. Etwa 21% neigen im Gegenteil zu der Regierung einer starken Hand, also zum Nationalsozialismus. Und der Rest ist unentschieden. Also, wie ist das dann mit dieser Spontaneität? Warum habe ich das erwähnt? Weil wir uns heute in einer ähnlichen Situation befinden. Wenn wir eine ähnliche Befragung machen, sind die Ergebnisse wahrscheinlich auch ähnlich. Es ist durch rassistische Vorurteile oder Faschismusneigungen. Das alles sind Ausdrucksweisen, die soziologisch bewiesen sind. Es gibt solche Trends, die solche Einstellungen stärken. Und deshalb gibt es ein Problem damit, wie Rosa Luxemburg die Spontaneität versteht. Also ich denke darüber nach, ob vielleicht in der Diskussion, die zwischen Rosa Luxemburg und Jörg Lukács, Gerdi Lukács, das schreiben sie ja in dem Buch, am Anfang des Buches. Also sie schreibt, also er schreibt über Rosa Luxemburg sehr positiv. Sie war dialektisch, sie war eine Dialektik des Marxismus, aber gleichzeitig ist der Streit um den Begriff von Spontaneität, ob die Arbeiterklasse oder die Massen, ob diese Massen spontan von sich selbst zu einer Emanzipationspolitik kommen können, von sich selbst. Also diese Frage ist ganz drückend, vor allem in unserer Zeit. Lukács glaubt, dass im modernen Kapitalismus viele unterschiedliche ideologische Formen wirken oder dass es Ideologie wirkt. Es entsteht Faschismus, es entsteht eine Blockierung vom Gewissen in Vorurteilen. Also es ist schwierig, dass die Arbeiterklasse von sich selbst diese Vorurteile wegwirft. Auf der anderen Seite, also oder im Gegensatz dazu, entsteht Faschismus. Und Lukács kommt zu dem logischen Schluss, dass man Dialektik braucht. Dialektik zwischen den Arbeitern, zwischen den Arbeitenden und dem politischen Subjekt, den er eine Partei nennt. Lukács spricht über die gegenseitige Beziehung, davon, dass die Partei von außen ihre Ideen durchsetzen soll, sondern dass die Partei die progressivsten Elemente der Arbeiterklasse des Proletariats durchsetzt. Also das ist die erste Frage, die man ernst nehmen sollte. Die zweite Frage lautet, ob Rosa Luxemburg nicht dazu tendiert, die Ideale des Sozialismus, also Gleichheit, Freiheit, Solidarität, also ob sie diese Ideale nicht als reine Kristalle versteht, reine Kristalle, die um jeden Preis rein und sauber bleiben müssen. Hegel hat zu dieser Meinung abstraktes Universalismus genannt. Also es gibt universelle Ideen oder Ideale wie Gleichheit und diese werden abstrakt verstanden als bestimmte
reine Begriffe. Und sobald es zu einer Verbindung von diesem Begriff mit der realen Politik kommt, dann dieser reine Kristall wird verschmutzt. Und Rosa Luxemburg tendiert dazu, zu sagen, ja, aber so dann die reale Politik vernichtet, diskreditiert das Ideal. Das heißt, wir sollen ihr die Sauberkeit des Ideals wählen als die reale Politik. Also das ist natürlich eine große Frage für die heutige linke oder emanzipierende Politik. Das hängt auch mit anderen Fragen zusammen, die das sogenannte Link-Populismus betreffen. Also das linke Populismus macht das Folgende. Es nimmt die linken Idealen, aber versteht diese Ideale aus dem populistischen Aspekt und es versucht, diese in die Politik hin zu übertragen, damit dass es eigentlich um die Gewinnung von einer Mehrheit sich daran strebt. Also es verwendet populistische Methode. Was würde Rosa Luxemburg zu diesem linken Populismus sagen? Das ist eine Frage. Also sie war eine Darstellerin in der Theorie wie Chantal Mouchova. Und das finde ich als ganz signifikant für so eine Diskussion zwischen Chantal Mouchova und Rosa Luxemburg. Oder die Argumente von Rosa Luxemburg würden mich interessieren. Natürlich sonst die Grundidee von Rosa Luxemburg, dass Sozialismus nur demokratisch sein kann, das ist ja ganz fundamental. Und ich würde sagen, dass das ist ganz legitim und es gibt keine bessere Idee eigentlich. Und vielen Dank auch für die Erinnerung an den Prager Frühling, weil in dieser Zeit, in der Zeit der Prager Frühling, die Idee des demokratischen Sozialismus kam eigentlich zu wirklicher. Es begann sich zu verwirklichen. Also diese Idee wurde dann mit realen Politik verbunden. Sonst zum Schluss. In dieser Zeit oder in den letzten 20 Jahren erscheinen Werke, vor allem die Werke von amerikanischen Historikern oder Historikerinnen, wie zum Beispiel Wendy Goldman, die hat ein Buch geschrieben, Terror und Demokratie. Und die machen darauf aufmerksam, dass die Periode, den Zeitraum von 30er Jahren in der Sowjetunion kann man nicht mehr als ein totalitäres System verstehen. In den Forschungen man bestimmte Dialektik entdeckt. Also es war nicht nur Repressionen, aber es war auch bestimmte Reaktionen von der Arbeiterklasse. Also das Bild war komplizierter, als dass es Hannah Arendt schildert. Also das war nur am Rande. Über die Herangehensweise zu dem Stalinismus. Ja, also das wäre alles von mir und ich freue mich auf unsere Diskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Fragen. Ich hoffe, wir werden noch gemeinsam sie diskutieren können. Und jetzt übergebe ich das Wort an Anitschka Mikulenkova. Ja, das sind sehr viele auch politische Aspekte. Und ich hoffe, dass wir vielleicht so ein bisschen in diesen politischen Hinsicht fortsetzen können.
hören, das man noch nicht gehört haben. Und es ist gar nicht meine Aspiration, die komplizierte Frage von Demokratie und Sozialismus zu lösen. Mein Beitrag ist basiert darauf, eigentlich die pragmatischen Gründe zu erwähnen, warum es heute ganz notwendig ist, diese Frage wieder lösen zu beginnen. Und im Ersten, also Ernsten, also die Frage lautet, warum sollte man die Demokratie aus der politischen in die wirtschaftliche Sphäre erweitern und damit die Sozialliberalismus zu demokratisieren? Ich fürchte, dass auch ohne komplizierte politische Ausführungen ist die Antwort ziemlich einfach. Und zwar, dass nicht nur Theorie, sondern auch Praxis der liberal-demokratischen Staaten von heute, den entwickelten Staaten, zeigt uns schon heute die Limite, die der historisch begründeten Ehe von Demokratie und Kapitalismus. Diese Verbindung, wie es scheint, ist nicht historisch notwendig. Und wir sehen es auch in dem Beispiel von der erwähnten China und vor allem bei dem Machtreduzierung bei den Staaten, die von den Nationalstaaten. Und man sieht, dass das große Kapital mehr und mehr außer demokratischen Kontrolle gerät. Die einzelnen Staaten gehen mehr und mehr zugrunde. Und die Versuche um internationale Regulation sind gerade aus diesem Grund ganz ineffektiv. Und das ist noch. Vielen Dank, Anna. Ich denke, du hast etwas sehr Interessantes gesagt und wir haben jetzt einen Weg Richtung zur konkreten Politik gefunden. Ich werde mich an der Diskussion beteiligen, da kann ich spontan reagieren, aber tut mir leid. Ja, kein Problem, also hoffentlich können wir uns heute etwas Praktisches anhören. Also, und das hast du erfüllt. Vielen Dank. Und jetzt bekommt Stanislav das Wort. Und vielleicht sagt er etwas Historisches, interessante historische Fragen oder Zusammenhänge. Stanislav, du hast das Wort. Bitte schön. Vielen Dank für die Worterteilung und vielen Dank für die Einladung zu diesem Workshop. Und ich habe ebenfalls einige Kapitel aus Michaels Buch gelesen und ich fand sie sehr interessant. Und ich würde sagen, dieses Buch sollte ins Tschechische übersetzt werden, denn von Rosa Luxemburg gibt es in Tschechisch eigentlich so gut wie gar nichts. Soweit ich weiß, in den 70er Jahren ist nur das große Werk von Rosa Luxemburg über Monopolkapitalismus in Slowakisch erschienen, aber ansonsten in Tschechisch gibt es nichts. Und das ist, das finde ich nicht richtig. Meine Präsentation möchte ich auch aus einem ähnlichen Blickwinkel beginnen wie der Michael. Wenn ich meine Studenten an der Universität unterrichte, ist es für sie natürlich sehr schwierig zu verstehen, was sich hinter dem Begriff demokratischer Sozialismus versteckt. Denn sie sind in Schulen sozialisiert worden unter dem Motto Kapitalismus gleich Demokratie. Und ich muss Ihnen immer erläutern, dass die Ehe zwischen Kapitalismus und Demokratie historisch eine ganz kurze ist und dass Kapitalismus historisch eher mit autoritären Systemen verbunden war und dass auch viele Denker der Meinung sind, dass auf dem Horizont unserer Welt eine Erneuerung
der Verbindung des Autoritären mit dem Kapitalismus zu sehen ist, zum Beispiel in China. Und sehr oft muss ich Ihnen auch erläutern, dass das System, in dem wir heute leben, für Sie, also am besten Kapitalismus, als Kapitalismus zu bezeichnen ist. Aber das wussten die nicht. Das hat ihnen niemand gesagt. Also da haben wir noch viel Arbeit zu leisten auf diesem Feld. Als ich zur Schule ging, ich erinnere mich, dass es schwierig war, diese Gleichung Kapitalismus gleich Demokratie und Sozialismus gleich Totalitarismus oder Diktatur. Diese Gleichungen zu überwinden, hat auch mir in meiner Schulzeit sehr lange gedauert. Und erst als ich die Geschichte des 20. Jahrhunderts studiert habe, habe ich Fälle entdeckt, die dieses schwarz-weiße Schema eigentlich gestört haben. Es waren Fälle, die an zwei Stellen gerichtet waren. Diejenigen, die diese Gleichungen propagieren, sagen nicht, was das ökonomische Prinzip von Faschismus und Nationalsozialismus war. Das war aber eine Variante von Kapitalismus, ein monopolistischer, staatlich geführter Kapitalismus. Und wenn wir auf der anderen Seite die Geschichte des Sozialismus studieren, bekommen die Schüler in den Schulen sehr oft keine Beispiele, wo die sozialistische Bewegung den Sozialismus mit Demokratie zu verbinden versuchten. Die Schüler erfahren gar nicht, wer Karl Liebknecht war, wer Rosa Luxemburg war, was der Mai-Aufstand 1919 war, und dass sie Lenin kritisierten. Die Schüler erfahren gar nicht, was die demokratischen oder weniger autoritären Meinungen während der Oktoberrevolution waren, die dann unterdrückt wurden. Und die Schüler erfahren auch nichts über das ökonomische Programm des Prager Frühlings. Prager Frühling wird in den Schulen nach dem üblichen Schema ausgelegt, Kampf für Demokratie, das stimmt, in Ordnung. Aber sie erfahren gar nicht, dass es auch ein Versuch war, eine ökonomische alternative Ordnung zum westlichen Kapitalismus und sowjetischen Realsozialismus zu finden. Und schon gar nicht hören Sie über solche Versuche wie Chile unter Salvador Allende oder jugoslawisches Modell des selbstverwaltenden Sozialismus. Aus der neueren Geschichte erfahren Sie nichts über die Versuche um demokratischen Sozialismus in den 90er Jahren, sei es in Lateinamerika, wenn wir das so nennen dürfen, Venezuela unter Chavez, Hugo Chavez oder vielleicht im mexikanischen Staat Chiapas. Das alles bleibt den Schülern geheim, sozusagen. Auf der anderen Seite aber, wenn ich Rosa Luxemburg lese, sehe ich auch bestimmte Limits ihrer Gedanken. Wenn ich die Geschichte des 20. Jahrhunderts verfolge, eines der Limits ist der Mythos des demokratischen Sozialismus. Das ist eines der Limits. Das ist die Frage, das ist eigentlich der Fakt, dass es nirgendwo geklappt hat, dass es nirgendwo zu einem Erfolg geführt hat. Und der schöne Versuch konnte nicht aufblühen, weil er von einer Macht vernichtet wurde. Aber wäre dies nicht passiert, hätte das geklappt mit dem demokratischen Sozialismus. Aber im 20. Jahrhundert hat das nirgendwo geklappt. War nirgendwo ein Erfolg. Und das führt uns zu einer bestimmten berechtigten Skepsis. In Jugoslawien hat das funktionieren können, 40 Jahre lang etwa, aber auch dieses Modell wurde dann sehr schnell zerlegt und hat
gescheitert. Ist es aber ein Problem des Modells eines demokratischen Sozialismus oder ist es ein Problem der alternativen Ordnungen, die sich zu keinen Großmächten entwickelt haben, in keiner Großmacht entwickelt haben? Tschechoslowakei, Jugoslawien, das sind kleine Staaten. Und am Anfang, die haben das von Anfang an schwierig, diese Entwicklungen. Und da kommen wir wieder auf das Jahr 1918, 1919 in Deutsches Reich zurück. Das war ja eine Großmacht ohne Zweifel, eine sehr entwickelte Großmacht. Im Gegensatz zu der Sowjetunion hatte sie kein Problem mit dem fürchterlichen Rückstand, welches sie durch die Diktatur überwinden wollten. Das ist uns verständlich, aber unsere Gedanken dann kommen in das Jahr 1919 zurück und man muss fragen, würde die Geschichte einen anderen Weg gehen, wenn die Revolution in Deutschland ein Erfolg gewesen wäre? Gibt es einen Moment in der Geschichte des 20. Jahrhunderts, wo langfristig ein demokratischer Sozialismus entstehen konnte? Und somit komme ich zu meiner zweiten Anmerkung. Wenn ich Rosa Luxemburg lese, habe ich den Eindruck, dass wir etwas weiter sind, was ihre Auffassung der Demokratie und der Freiheit ist. Denn wir können natürlich, wenn wir die älteren Diskussionen verfolgen, können uns in Lenins Sichtweise übertragen und wir können verstehen, warum seine Prinzipien für Russland nicht anwendbar waren. Und genauso fand sie Lenins Gedanken für in Deutschland nicht anwendbar. Aber wir, die jetzige Linke, weiß eigentlich nicht, wie sie sich zu der Demokratie stellen soll. In dem Sinne, dass ein Teil der Linken von der Vorstellung ausgeht, sie verteidigt die Interessen der Mehrheit der Gesellschaft. Also Demokratie ist die Regierung der Mehrheit. Natürlich unter Berücksichtigung der Interessen der Minderheit. Das ist ein Teil der Linken, aber der andere Teil der Linken versteht aufgrund ihrer Erfahrung aus dem 20. Jahrhundert und aus der Enttäuschung von der Arbeiterklasse, die nicht bereit ist zu sozialen Experimenten. Das ist der Teil der Linken, die Demokratie nicht im Sinne einer legitimen Regierung der Mehrheit, die ihre wirklichen Interessen verfolgt, sondern dieser Teil der Linken versteht ihre Aufgabe als Verteidigung der Interessen der Minderheiten oder der Minderheit. Das ist natürlich auch ein legitimer Ansatz, denn die Regierung der Mehrheit kann nicht bedeuten, dass die Schwächeren hilflos bleiben. Aber innerhalb der Linken führt das zu Widersprüchen und zu einer nicht überwendbaren Grenze und zu einem Streit zwischen der progressivistischen Linken, der liberalen Linken und einerseits und der Linken, die sich traditionelle Linke, konservative Linke nennt, andererseits. Und da wissen wir nicht, was für Ratschläge uns Rosa Luxemburg in dieser Phase empfehlen würde. Gleichgewicht um jeden Preis, diese beiden Pole möglichst zusammenhalten. Aber dann entsteht eine Gefahr von einem Kompromiss, der für keine der Parteien zufriedenstellend ist. Und die Kluft ist so tief, dass gar keine Einheit entstehen
kann. Die Frage ist, ob dieser kommende Zusammenstoß innerhalb der Linken, Widerspruch innerhalb der Linken, sehen wir sowohl in Tschechien als auch im Westen die Diskussion um das Buch von Sarah Wagenknecht. Inwiefern ist dieses charakteristisch für die Frage, was ist Demokratie, was ist das linke Programm? Hoffentlich oder vielleicht ist es, erinnert uns das an die Diskussionen von Rosa Luxemburg und Lenin 100 Jahre zuvor. Also das ist jetzt meinerseits zum Einstieg. Ich entschuldige mich, dass meine Überlegungen unstrukturiert waren, aber trotzdem freue ich mich auf die Diskussion. Vielen Dank, Stanislav. Punkte gesammelt. Ich hoffe nur, dass wir irgendwie heute Abend noch über alle diese Fragen diskutieren können. Ich würde noch eine Sache erwähnen, die für mich sehr interessant war, als ich dieses Buch gelesen habe, nämlich Begriff der Revolution. Und das, was ich dort gefunden habe als eine ganz spezifische Sache, das war, dass die Rosa Luxemburg Revolution als ein moralischer Akt verstanden hat. Das ist was ganz Spezielles. Und in diesem moralischen Akt haben sich alle diese Widersprüche irgendwie, die sind verschmolzen worden. Und das ist jetzt die Frage, ist das tatsächlich so, habe ich das richtig verstanden, dass dieser Dualismus, das heißt dieser Übergang von der bürgerlichen Gesellschaft zu dem demokratischen Sozialismus ohne Revolution nicht möglich wäre, also ohne diese moralische Anstrengung, die uns ermöglicht, über diese Widersprüche zu einer anderen, würde ich sagen, Form zu kommen. Aber das ist nur ganz kurz von mir. Ich habe hier noch eine Frage aus Publikum. Ich muss sie leider verkürzen. Das ist eine ziemlich lange Frage. Ich werde das auf Tschechisch vorlesen. Welches System ist mit der Demokratie am besten zu vereinen? Demokratie hat eine Menge von Formen. Ich musste jetzt die Sprache umstellen. Demokratie hat eine Menge von Formen, von dem Sklaventum bis zur direkten Demokratie, sehr oft mit Bewegungen und Menschen assoziiert, die den Begriff missbrauchen. Wie gesagt, also ich musste das bisschen jetzt verkürzen, leider ging das nicht anders. Das sind die Nachteile so einer Online-Veranstaltung. Aber ich hoffe, dass diese sozusagen Anregung auch beantwortet sein kann. Ich werde gleich das Wort an Michael Brie übergeben und dann beginnen wir noch eine Runde, eine kurze Diskussion unter unsere Referenten und Referentin und dann am Ende öffnen wir nochmal die Debatte für uns allen mit dem Publikum. Ja, herzlichen Dank für die Diskussion schon bisher. Anna Mikulenkova hat ja eigentlich die zentrale Frage gestellt. Ne? Also die Frage Demokratie und Kapitalismus. Das ist tatsächlich die Grundsatzfrage, die wir gegenwärtig haben. Und auch die letzte Frage aus dem Publikum, welches System ist mit Demokratie kompatibel, zielt ja in die gleiche Richtung. Mein Problem, auf das ich ganz kurz wenigstens eingehen will, durchgehend an der Linken. Stanislav Holubetz hat das auch jetzt nochmal angesprochen mit den Gegensätzen der Linken. Es wird zu schnell mit Begriffen gearbeitet, die nicht widersprüchlich sind, die selber nicht den Widerspruch auf den Punkt bringen. Michael Hauser hat das mit dem abstrakten Universalismus gesprochen. Man könnte genauso gut auch, das Gegenteil ist ein abstrakter Partikularismus, ja, den es natürlich auch gibt. Das heißt, was wir, glaube ich, lernen müssen aus der Vergangenheit, ist, jeden dieser Begriffe auf
den dahinterstehenden Widerspruch zu analysieren. Also nehmen wir mal Kapitalismus. Kapitalismus ist eben ein Widerspruch. Auf der einen Seite, deswegen hat sich ja Kapitalismus auch welthistorisch so ungeheuer durchgesetzt, steht dahinter ein Wirtschaftssystem, das fähig ist, auf der Basis ständiger Innovation und Effizienzsteigerung vorher völlig unbekannten Reichtum zu erzeugen. Das ist eine Innovationsmaschinerie, könnte man sagen. Eine ständige Erneuerung wird vorangetrieben. Gerade auch aus der Erfahrung, die ich ja auch habe aus dem Staatssozialismus, ich bewundere durchaus diesen Ansatz auch des Unternehmerischen, der Liberalität, die dahinter steht und so weiter. Und zugleich ist Kapitalismus ein Herrschaftssystem, weil es nämlich alle zwingt, sich diesen Maximen, die damit verbunden sind, die Machtstrukturen, wurde ja auch angesprochen, die globalen großen Konzerne, Standortkonkurrenz zu unterwerfen. Also wenn wir über Kapitalismus sprechen, reden wir in gewisser Hinsicht über zwei Dinge. Einerseits etwas, was faszinierend und auch bewahrenswert durchaus ist, nämlich die Fähigkeit zur ständigen wirtschaftlichen Erneuerung und Aufbruch und zugleich das, was wir überwinden müssen, nämlich dass wir durch die Wachstumsorientierung, die Profitorientierung, die Konsumorientierung beherrscht werden. Ja, genauso ist es mit dem Begriff Demokratie. Da taucht er auch auf. Ist Demokratie, was ist das überhaupt? Abraham Lincoln hat auch auf dem Schlachtfeld von Gettysburg gesagt, Demokratie ist Herrschaft des Volkes durch das Volk für das Volk. Wenn wir uns zum Beispiel also die größte Demokratie in der Welt angucken, Indien, ist das wirklich Herrschaft des Volkes? Wenn wir uns diese extremen Gegensätze angucken, ist das wirklich Herrschaft für das Volk, was wir dort bewundern, obwohl es natürlich demokratisches Wahlrecht gibt. Also die Vorstellung, dass das demokratische Wahlrecht an sich reicht aus, um von einer Demokratie zu sprechen, ist eben zu befragen, weil bei Demokratie geht es einerseits um die Herrschaft des Volkes als Ganzem, und es geht zugleich um die Freiheit der Einzelnen, ihre politischen Auffassungen zum Ausdruck zu bringen. Also auch Demokratie ist ein in sich widersprüchliches Verhältnis. Rousseau hat darauf zuerst mit hingewiesen. Und genauso könnte ich jetzt andere Begriffe durchdeklinieren. Und sicherlich, Michael Hauser hat recht, bei Rosa Luxemburg wird Spontanität, also die Selbstbestimmung der Arbeitenden, ins Zentrum gestellt und die Frage verantwortlicher Führung aus dem Auge verloren in gewisser Hinsicht. Also und die Eigenständigkeit, beides hat sozusagen seinen Pol. Und so könnte man andere Fragen immer wieder durchgehen. Und ich glaube, wenn wir über eine Erneuerung von Demokratie, wir brauchen eine Erneuerung von Demokratie und wir brauchen eine Erneuerung unserer Wirtschaftsordnung, dann müssen wir, die erste Aufgabe, die wir machen müssen, ist, uns diesen Widersprüchen auf der Basis der heutigen Realitäten zu stellen. Was bedeutet das mit der Wirtschaftsordnung für die Klimafrage, für globale Solidarität, für Wohlstand wirklich für alle? Das müssen wir uns alles genauer angucken. Eine letzte Bemerkung, die ich machen will. Ich glaube, eine der Grundschwächen, weil ja auch Stanislav Holubetz hat das angesprochen, warum ist Sozialismus gescheitert, demokratischer Sozialismus gescheitert? Demokratischer Sozialismus ist deshalb gescheitert, weil eigentlich Sozialismus zwei Quellen haben muss. Er hat eine liberale Quelle und die ist oft ignoriert worden. Also ohne eine liberale Quelle im Sozialismus, auch liberalen Strukturen, auf die Rosa Luxemburg ja auch hinweist, ist Sozialismus weder wirtschaftlich noch politisch noch kulturell lebensfähig. Und er hat kommunistische Fundamente. Es gibt ja ein Grundprinzip des Kommunismus, das nicht von Marx ist, aber von Marx aufgegriffen wurde. Es heißt, jeder nach seinen Fähigkeiten und jedem nach seinen Bedürfnissen. Also wenn wir uns ein Gesundheitssystem angucken, ein Bildungssystem, ein Rentensystem und so weiter. Also die
Grundversorgung mit den Gütern eines guten Lebens, die muss kommunistisch organisiert werden. Und zugleich brauchen wir starke, auch liberale Strukturen. Und ich glaube, eine der Hauptaufgaben oder vielleicht die Hauptaufgabe eigentlich ist, Sozialismus auf dieser Basis einer neuen Verbindung des Kommunistischen und des Liberalen neu zu begründen. Und wenn man sich einen anguckt, der da ein Vordenker war, das ist zweifelsohne Otter Schick, der ja ganz zentral die Frage der Wirtschaftsdemokratie bearbeitet hat. Viele Gedanken im Prager Frühling sind genau zielen genau darauf, wie kann man sozusagen diese kommunistischen Fundamente verbinden mit den Errungenschaften der liberalen Ordnung. Und das wäre tatsächlich Sozialismus. Das wäre demokratisch und sozialistisch. Danke. Danke sehr. Ich sehe Michael Hauser. Ja, bitte. Vielen Dank für den Begriff abstrakter Partikularismus. Das habe ich nicht damals nachgedacht. Das ist eigentlich der Gegensatz zum abstrakten Universalismus. Das ist ein ausgezeichneter Begriff, das vor allem zum Beispiel Trumps Politik ganz gut beschreibt. Weil Trump spricht über Amerika, machen wir Amerika groß. Und das ist ein abstrakter Partikularismus. Wenn wir dann fragen, was denkst du, wenn du Amerika sagst? Was denkst du konkret? Dann ist es ein Assemblage, eine Vermischung von unterschiedlichen Forderungen. Oder es ist ein leerer Begriff bei Trump. Ein leerer Begriff, der Trump mit beliebigen Sachen nachfüllt. Also es ist ein gutes Instrument, analytisches Instrument, dieser Partikularismus, abstrakter Partikularismus für vor allem den rechtlichen Populismus. Also es ist ein ausgezeichneter Begriff, wirklich. Demokratie. Wer sagt heute, dass er kein Demokrat ist? Bei uns im Parlament haben wir einen demokratischen Block, mit der die rechte Parteien formen, die eigentlich asozial sind. Was sie gemeinsam haben, ist die asoziale Politik. Und die nennen sich ein demokratischer Block. Jeder ist ein Demokrate heute. Das Wort Demokrate und Demokratie ist schon ganz leer. Jeder kann dieses Wort verwenden. Alain Badiou ist wohl der einzige bekannte Philosoph, der über sich öffentlich sagt, dass er kein Demokrate ist. Alain Badiou sagt, ich bin kein Demokrat. Ich bin kein Demokrate. Und es ist deshalb, da er die anderen dazu zwingt, darüber nachzudenken, was eigentlich Demokratie ist. Er sagt, ja, ich bin ein Demokrat, falls wir unter Demokratie eine Form von Regierung verstehen, die Regierung des Volkes. Oder ein System, wo das Volk sich an der Macht wirklich beteiligen kann. Also in diesem Sinne bin ich Demokrat, aber nicht, wenn man unter Demokratie das versteht, was Badiou Kapitalparlamentarismus nennt. Luciano Canfora, der bekannte italienische Philologe und Philosoph, schrieb ein Buch, Demokratie, Geschichte einer Ideologie. Und in diesem Buch behandelt er die Geschichte der Demokratie und er sagt, dass im 19. Jahrhundert es genau vor allem die sozialdemokratischen Parteien waren oder die Sozialisten und Marxisten waren, die begannen, das Wort Demokratie im positiven Sinne zu verwenden. Sonst für die damaligen Liberalen und Konservativen war Demokratie eigentlich pejorativ. Damit meinten sie die Regierung der Armen.
Also die damals die sozialdemokratischen oder marxistischen Parteien, die nannten sich als ersten, dass sie die demokratischen Parteien sind. Und die verstanden Demokratie in dem Sinne, dass es eigentlich zu einer Erweiterung von Rechten und Freiheiten kommt, Erweiterung auf die Mehrheit der Gesellschaft. Das damals eigentlich das allgemeine Wahlrecht errungen wurde, zuerst nur für Männer, dann später auch für die Frauen und dann auch für die Minderheiten. Aber das war keine natürliche Sache. Bevor war das ein System, das man undemokratischer Sozialismus nennen kann. Also Liberalismus muss nicht demokratisch sein, wenn es das verhindert, dass sich die Rechte auf die Mehrheit der Gesellschaft erweitern. Das war auch so. Die Liberalen waren gegen die Erweiterung von Rechten und Freiheiten. Es schreibt davon auch Domenico Losurdo in einem Buch Kontrahistorie des Liberalismus. Das ist der Titel des Buches, die neulich veröffentlicht wurde. Und was uns vor allem fehlt, ist die Idee eigentlich, was Demokratie ist. Oft vermischen wir Demokratie und liberale Freiheiten. Die liberalen Freiheiten sind im Grunde genommen neoliberale Freiheiten, weil sie sich nur auf die Einzelnen fokussieren. Der Träger der liberalen Freiheiten ist ein Individuum. Demokratische Rechte und Freiheiten waren nicht individual. Die haben immer das Volk betroffen. Also Volk als kollektives Subjekt. Volk ist ein Subjekt, das sich einigermaßen einheitlich ausdrückt und auch als ein politischer Körper austritt. Meine Ansicht ist, dass gerade Sozialismus oder Kommunismus, wenn wir in der heutigen Zeit über Kommunismus sprechen, wie Slavoj Žižek, Giorgio Agamben, also als eine, wenn wir die Güter allgemein erweitern wollen, also diese Politik, die auf diese Güter, die gemeinsam verwendet werden, ich will das nicht vereinfachen, ich will das Kommunismus nicht nur auf diesen Aspekt vereinfachen, aber wenn wir in die Politik in diese Richtung gehen, dann beginnen wir eigentlich die Demokratie zu verstehen vielleicht. Also das Wort war auch ja diskreditiert, aber allmählich entdecken wir, dass Demokratie eigentlich bestimmte Regierung oder die Verstärkung des kollektiven Subjekts darstellt. Und so können wir es auch so formulieren, dass Kommunismus oder Sozialismus, so wie wir das in der Gegenwart verstehen, dass dieses System eigentlich die Bedingung der Demokratie ist. Kommunismus oder Sozialismus sind eigentlich eine Voraussetzung dafür, dass es uns überhaupt bewusst wird, was die Demokratie ist. So, das wäre meine Antwort auf die Frage. Ja, danke schön. Ich habe gesehen, dass Stanislav sich gemeldet hat. Also dann werde ich noch dich bitten und dann versuchen wir noch zu gucken, ob das vom Publikum noch Fragen oder Anmerkungen kommen. Stanislav, tak můžeš. Bei mir hat das Ganze, mich hat das zu einer wichtigen Frage geführt, nämlich die Erfahrungen des 20. Jahrhunderts haben uns gezeigt, dass die westlichen Länder während des 20. Jahrhunderts eigentlich seit dem deutschen Versuch vom Januar 1919 gab es keine weitere Revolution. Warum? Weil
es gab viele Gründe dafür, die Arbeiter im Westen hatten und haben bis heute einen so hohen Lebensstandard, dass sie eher befürchten, sich bei einer solchen Veranstaltung zu zeigen. Die Erfahrung aus dem Ersten Weltkrieg also führte dazu, dass die radikale Linke bis heute darauf wartet, dass der Kapitalismus zu einem globalen Streit führt. Und das erst wird der historische Moment sein, der eine weltweite Nachfrage nach einem Alternativsystem führt. Wir wissen heute, wie unwahrscheinlich es ist, dass es zu einem globalen Krieg zwischen den Großmächten kommt, weil das wäre dann ein Atomkrieg. Aber wenn der globale Krieg so unwahrscheinlich ist, ist es auch unwahrscheinlich, dass der Kapitalismus global diskreditiert wird und dass auch global nach einer Alternative gesucht werden muss. Zizek nennt diese Falle so, beschreibt diese Falle so, dass wir uns eher einen Untergang der Welt vorstellen können als den Untergang des Kapitalismus. Das ist für uns natürlich eine sehr komplizierte Situation, denn wenn wir eine Bewegung darstellen, die einen solchen Plan hat, eine solche Vorstellung hat von dem, was notwendig ist, dass eine globale Alternative zum Kapitalismus notwendig ist. Und gleichzeitig sehen wir, dass nichts passiert. Okay, wir veröffentlichen unsere Analysen, wir treffen uns, diskutieren bei den Wahlen, bekommen unsere Parteien 1, 2 oder 10%. Aber das gleichzeitig zeigt uns, dass unsere Leistung nicht auf der Agenda des Tages ist. Und wenn wir über die traditionelle und die liberale Linke sprechen, im heutigen Kontext muss man sagen, dass eine Transformation in Richtung weg vom Kapitalismus ist. Und wir kommen dann zu der Verteidigung, also automatisch zur Verteidigung des sozialen Staates. Das ist eigentlich die größte Errungenschaft der traditionellen Linken. Und der andere Teil der Linken hat gezeigt, was zu verändern ist, und zwar das ist die Agenda der Minderheiten. Da kann man schon eine Transformation erreichen, eine Revolution erreichen, da kann man schon eine Kulturhegemonie erreichen. Die Rechte der sexuellen Minderheiten, Frauenrechte, Migrantenrechte. Die radikale Linke weist ganz richtig darauf hin, dass diese ganzen Bemühungen nicht in das Herz, in den Kern der weltweiten Probleme zielen und keine weltweite Alternative suchen. Den Ausweg haben wir nicht gefunden. Der Michael sagt, man muss den Kommunismus mit dem Liberalismus kombinieren. Aber die Frage ist, ob die kombinierbar sind, ob die vereinbar sind. Und zweitens ist die Frage, wenn wir uns in die Vergangenheit umschauen und erfolgreiche Beispiele einer Anwendung einer solchen Kombination suchen. Ja, danke schön. Ich habe jetzt eine Nachricht von Michael, dass diejenigen, die das Buch erhalten möchten, dass er bereit ist, uns dieses Buch in PDF zur Verfügung zu stellen. Ich würde sagen, vielleicht am besten können Sie unser Kollege Jan Majicek anschreiben und der kann dann dieses Buch an euch weiterleiten. Ich habe jetzt auch zwei Fragen. Eine Frage betrifft die mögliche Publikation Rosa Luxemburg in der tschechischen Sprache.
und ob unsere Stiftung, unser Büro vorhat, so eine Publikation. Das ist jetzt etwas kompliziert. Selbstverständlich würden wir das sehr gerne machen, aber wir alle wissen, wir dürfen leider keine Publikationen herstellen, die oder veröffentlichen, die dann verkauft werden. Das heißt, vielleicht überlegen wir das, ob wir die Mittel zur Verfügung stellen können. Wir sind auch bewusst, dass das so ein Problem mit der Übersetzungen Werke von Rosa Luxemburg in Tschechien existiert, aber das müssen wir erstmal gründlich überlegen. Eine Frage, dann muss ich mich auf die tschechische Sprache wieder umschalten. Jak se Rosa Luxemburgova stavila? Wie stellte sich Rosa Luxemburg zu der Entschuldigung, das war jetzt in Tschechisch nicht zu verstehen. Eine Frage, also Reihendemokratie, ob es sowas gibt. Die ich hier im Chat gefunden habe. Ich würde sagen, leider ist es auch so, dass die Zeit läuft und es ist auch nicht unbedingt angenehm, eine sehr lange Zeit vor dem Rechner zu sitzen. Ich hoffe, dass diese Pandemie letztendlich nachlässt und tatsächlich, wie Michael uns versprochen hat, dass wir uns mal endlich in Prag treffen und dann unsere Debatte fortsetzen können. Aber ich würde jetzt aus diesen zeitlichen Gründen Michael um ein Schlusswort bitten. Ja, Dziękuję. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Also das Schlusswort. Also erstens, Johanna, ich glaube, jede große Veränderung, zum Beispiel auch die in den 1980er Jahren in Polen oder 1989 in der Tschechoslowakei und der DDR, braucht immer auch einen ethischen Aufbruch. Und vom Charakter dieses ethischen Aufbruchs hängt sehr viel ab für die Zukunft. Ja, was auch immer rauskommt, aber dieser Charakter ist ein Geschenk auch an die Zukunft. Und da hat Rosa Luxemburg zweifelsohne recht, das ist nicht alles, aber ohne diesen Ethos ist alles andere, könnte man so sagen, nichts. Das Zweite ist, auch wir, diese Erfahrung teile ich auch mit vielen. Wer hätte denn gedacht, dass es gelingen würde, die Vorherrschaft der Sowjetunion in Ost-Mitteleuropa auf diese Weise ans Ende zu bringen. Ja, also man sollte nicht zu pessimistisch sein. Es besteht immer auch die Notwendigkeit für grundlegende Veränderungen. Und ich glaube, dass gerade das Problem besteht, es stehen uns so grundlegende Veränderungen bevor. Und auch die gesellschaftliche Linke, die politische Linke, die intellektuelle Linke müssen sich darauf vorbereiten. Und wir haben erlebt, wie wichtig Minderheiten in solchen Umbruchprozessen sind. Also wir können gegenwärtig sagen, Stanislav hat das ja deutlich gemacht, wir erreichen nicht viel. Wir wissen das aber auch nicht, ob wir nicht dann, wenn wir gut vorbereitet sind, auch viel bewegen können. Wir haben eine ungeheure Verantwortung, auch gerade als Intellektuelle, die ja jetzt hier auch gesprochen haben. Zwei letzte Bemerkungen. Krieg, ja, kein Weltkrieg. Aber wir merken das doch selber. Wir leben in einem durchaus wieder in einem militarisierten und kriegerischen Zeitalter. Ja, alleine, wir brauchen ja nur nach Osten zu gucken. Und nach Südosten zu gucken und nach Süden zu gucken, der Europäischen Union. Und überall sehen wir Kriege, Bürgerkriege und so weiter, extreme Konflikte. Das hätte sich doch 1989, also ich hätte mir das so nicht vorstellen können, dass in der Ukraine geschossen wird, hätte ich mir nicht vorstellen können. Ja, das ist mir blutet das Herz, weil ich natürlich weiß, was ein Teil meiner Vorfahren, nicht die jüdischen, sondern die anderen, in der Sowjetunion angerichtet haben. Und jetzt wird da wieder geschossen. Eine letzte Bemerkung, ich würde mich natürlich freuen, dass
Buch von Jörn Schüttrumpf und mir auf Tschechisch zu lesen. Und wenn es nicht verkauft werden kann, dann kann es ja vielleicht als kommunistisches Gut, als Commons bereitgestellt werden. Das würde mich natürlich außerordentlich freuen und Rosa Luxemburg zweifelsohne auch. Also ich möchte mich Dirkuju Mam und ich hoffe sehr nach Sledanu, dass wir uns eines Tages in Prag treffen werden. Dobro noc, könnte man noch sagen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen unseren heutigen Referenten und Referentin. Ich sage auch vielen Dank an unsere Übersetzerinnen, die uns unterstützt haben bei der heutigen Debatte. Und ich hoffe auf die Fortsetzung. Vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Děkuju. Na vzadu.